Eule möchte, dass ich hier entlang gehe. Sure, geht aber im Moment noch nicht. Da ist ein Stein. So, was haben wir hier hinten? Eine Machete, ja. Das muss ausbuddeln. Können wir es nicht mit der Bürste einfach sauber machen? Nee, schade. So, wimmeln, wimmeln. Wir wollen wimmeln. Schon wieder eine Schriftrolle. Huch, da ist sie schon. So, Fußfesseln und ein Propeller. Fußfesseln und ein Propeller. Das Fußfesseln? Ja. Ein Propeller. Wo hat sich der Propeller versteckt? Vor allem in so einem alten... Huch, das ist eine Karte. Die brauchen wir sogar. So, brauchen wir die Pfeife? Nee. Propeller, Propeller, Propeller. Wo versteckt sich der Propeller? Egal, was brauchen wir noch? Ein Trommel und ein Schloss. Schloss habe ich vorhin gesehen. Schloss, 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 Schloss. Wo ist das Schloss hin? Da. So, Glocke. Glocke, Spaten, Leiter. Hier hinten ist eine Leiter. Da ist eine Trommel. Glocke und ein Spaten. Und ein Propeller immer noch. Glocke, Spaten, Propeller. Glocken, Spaten, Propeller. Horn und ein Auge brauchen wir auch noch. Ein Trinkhorn wahrscheinlich, genau. Genau, haben wir irgendwo einen Totenkopf und Uge drin? Ach, da ist ein Propeller. So. Was haben wir? Einen Hummer brauchen wir auch noch. Ist das ein Hummer? Nee, ist ein Krebs. Ach, hier, den Hummer. Schildkröte ist da, okay. Vielleicht wird ja, vielleicht werden ja hier die Wimmelbilder resettet oder was auch immer. Oder nochmal gebraucht. So, was haben wir jetzt nochmal gebraucht? Glocke, Spaten und ein Auge. Da ist ein Auge. So, so ein Glockenspaten. Und, oder eine Spatenglocke. Ist das eine Glocke? Nee, ist ein Kelch. Ein Glockenspaten. Glockenspaten. Trompete. Ach hier, Glocke. Das offensichtlichste übersieht man. Wie immer. So, jetzt brauchen wir nur den Spaten. Den Spaten kriegen wir garantiert zum Auskrampf für die Kiste da. Hier haben wir einen Speer. Ist das ein Spatenstiel? Nee. Eine Axt. Spaten, 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 Spaten. Wo ist denn der Gartenspaten? Hier ist es nur ein Ruder, würde ich mal behaupten. Aber das war es zumindest mal. Nur ein Schwert. Spaten. Ah. Gefunden, Spaten. Da wusste ich es doch. So, wo konnten wir denn jetzt aus das Zeug auskramen? Das lag doch irgendwo rum, genau da. Ah, Fledermaus-Emblem haben wir gefunden. Machen wir es halt so. Kompliziert. Noch ein Stern. Und ja, eine Sperren. Eine Stein, ja. Sperrnsteinkugel. Machete können wir damit vielleicht irgendwas da abtrennen, durchtrennen. Wo ist die Machete hin? Ich wollte das Band haben und nicht das Drachenhorn. Ein Drache. Dieses Tor ist verrostet und lässt sich nach all den Jahren nicht mehr öffnen. Ich muss einen anderen Weg ins Schloss finden. Ein Sonnen. Eine gelbe Seero. Goldene Sonne. Warum stand auf immer Gold? Ach gut, ich will das gar nicht wissen. Glitzer. Aha, da fehlen drei Hörner.
So, nicht, dass hier noch was rumliegt. Nee, tut's nicht. Oder doch, Bretter brauchen wir die? Nee. So, was haben wir jetzt? Eine Sonne, ein Hammer. Können wir mit dem Hammer das Ding hier rumzerkloppen? Wo ist der Hammer? Ja. Nee. Der Fels, ja, das ist rissig. Da brauchen wir wahrscheinlich noch einen Keil oder sowas. So, können wir damit mit der Machete im Haus noch irgendwas machen? Zum Beispiel das hier aufmachen. Nein, geht nicht mit der Machete. Da brauchen wir garantiert irgendein Messer oder eine Schere. So, hier fehlt uns auch noch was. Ein Feuer wärmt den Raum. So, können wir mit dem Hammer den Nagel reinkloppen komplett. Nee, rausziehen kann man auch nicht. Bürste. So, hier geht's einmal zum Strand, dann da hoch. Haben wir hier irgendwas noch vergessen? Hier ist was. So, können wir es mit der Bürste sauber machen? Was ist das? Hier ist was, oder von Wellen angespielt. So, zu hacken. Nein, geht nicht. Ein Hammer drauf vorn. Das geht. Ja, ein Keil. Ein Fass voller Keile. Was für ein Zufall. So, Keil und Hammer, 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 Hammer. Hier ist der Hammer. Röms. Doch nicht Röms, das hat nur Klack gemacht. Ganz dezent. Hinter diesen Pflanzen ist etwas verborgen. Ja. Dafür geht das Pflanzennest. So. Ja, wir machen Ei noch kaputt. So, da kommt ja garantiert irgendwas Rundes rein. Und wir haben ja irgendwas Rundes gefunden. Ach, wer bist du denn? You. Are you the princess? Yes, you must be. You look just like the queen. Please, princess, I've been trapped here for many years. I cannot escape without a magic potion. Can you please make one for me? Erstens, das soll garantiert eine Elfin sein. Zumindest würde ich das jetzt als Elfin identifizieren nach diesen spitzen Ohren. Ich bezweifle, dass den Menschen die Ohren angespitzt haben. Bezweifle ich einfach mal. So, und was macht die hier drin? So, hey du, bist du die Prinzessin? Sehe ich so aus? Ha, du bist es. Du siehst der Königin sehr ähnlich. Nein, sehe ich nicht. So, bitte Prinzessin. Ich bin hier schon seit Jahren gefangen. Ich brauche einen Zaubertrank, um hier vorzukommen. Woher weiß sie das denn? Könntest du mir einen brauen? Und woher wissen wir die Zutaten? Ach, logisch. Elk Root, da hat wohl einer bei der. Also, das ist der Elfenwurzel, der Elk Root. Blauer Kohlkopf. Teeblumen des Rausch. Genau. Trauerweinrinde. Feuerdornbeeren. Gelbe Seerose. Und Tropfen Salamander Ull. Und H2O. Please, take this chalice to prepare the potion in. Once I am free, you should be able to move past here. Hier, braue den Trank in diesen Kelch. Sobald du mich befreit hast, kannst du weiterziehen. Was für ein Kelch. Ach, das Zeug kann sie uns geben. Ach, so ein Napp hier oben noch. Hier, das ist ja ein Pott, ist das. Diesen Ameisen, so hat ziemlich viele Ameisen. Da oben krabbelt eine Spinne rum. Und die sieht aus, als wäre es nur ein Bild. Ach, neues Wimmelbild. So, Pfotenabdruck. Hier ist er. Eine Nagelzange. Da. So, jetzt brauchen wir die Krabbe hier drin. So, Fernglas. Habe ich vorhin gesehen. Hier. Das ist doch ein Fernglas. Willst du mich verarschen? Ach hier, das Fernglas, das ist ein Fernrohr. Fernglas.
Muschel, ein Gepard. Ein Gepard. Da haben wir einen Eidechs auch? Nee, den Gepard und einen Frosch. Hier ist der Frosch, die fette Unke. So, Schere. Einen Geparden. Ach, hier ist ein Gepard. Krone und ein Helm. Krone, Helm, Blatt, Speer. Krone, Blatt, Helm. Soll das hier der Helm sein? Nee. Würde schon sagen. So, Helm. Das kann nicht so schwer sein. Da ist ein Blatt. Ach, hier ist der Helm. So, jetzt noch die Krone. Krone, 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 Krone. Wo ist die Krone? Kronkorken. Oder eine Zahnkrone. Eine vergoldete Zahnkrone. Krönchen, wo bist du? Krönchen. Krönchen. Da ist ein Hut. Ach, hier ist eine Krone. Ja, eine Nagelzange. Damit kommen wir jetzt an den Nagel kommen wir jetzt dran vorbei, der schon halb rausgezogen ist, den wir nicht etwa nochmal richtig reinkloppen hätten können mit einem Hammer oder einfach so rausziehen. Guck mal, wie weit der schon raussteht, denn den hättest du einfach so mit der Hand rausziehen können, aber nein, wir sind ja eine Prinzessin, wir brauchen Werkzeug. Und jetzt klettern wir einfach mal eben so aus dem Fenster. Nee, doch nicht. Eine Feuerdornbeere und noch einmal ein Wimmelbild. Ja, so zwei Kleeblätter. Eins, das andere ist hier. Gut. So, ein Zerschmetterling brauchen wir noch. Ich finde die Musik auch geil. Yeah. Die hat was. So, Marienkäfer, Ohrring, Schwein, Kompass. Birne brauchen wir auch. So, Ohrringe. Ist das ein Ohrring? Nee. Ist nur ein Ring. Ohne dem O. So, was brauchen wir noch? Ohrring, Marienkäfer, Kompass, Spiegel, hier ist eine Schere. Maske, Brille. Hier ist eine Maske, da ist eine Brille. So, Schädel. Hier ist ein Schädel. Und ein Spiegel. Hier ist ein Spiegel. Auch Spiegel. So, Marienkäfer. Immer noch. Der hat sich im Spinnennetz verfangen. Ohrring und ein Kompass. Da ist ein Ohrring. So, ne, wie immer. Immer fest drauf auf den Monitor drücken, da wo was ist. Immer schön fest drauf drücken. Ihr drückt nicht stark genug, sonst würde ich es ja sehen hier. Eindeutig. Immer schön fest drauf. Fester, fester. Hier ist kein Kompass drin. Wo sich ein scheiß Kompass versteckt. Kompass! Was sind das hier, Würfeln? Das ist ein Zirkel und kein Kompass. Die Eule hat mir was gebracht. Eine Schere. Nee. Achso, die hat uns den noch einen Stern gegeben. Aha. Können wir jetzt hier mit die Schnüre zertrennen, mit der Schere. Ah, ein Wok. So, für den Wok brauchen wir garantiert noch Wasser. Ja, Kessel mit Wasser.
hängen wir jetzt darüber, schmeißen alles rein. So. Kohl, Rinde, Blumen, das Zeug, das Zeug. Was fehlt uns noch? Das Salamanderöl. Was für ein Zufall, Salamanderöl. Das ist kein Salamanderöl, okay. Sie ist im Moment nicht. Das ist auch kein Salamanderöl. Okay, gucken wir uns mal was anderes an hier. Lebkuchen, Mann. So, den haben wir schon mal. Die Chilischote, Staubwedel. Staubwedel, Zahnrad, Hahn. Hahn, Zapfhahn oder ein richtiger Hahn? Hier ist ein Hahn. So, was brauchen wir noch? Ein Zahnrad. Ein Käfer auch? Nicht den Käfer, einen anderen Käfer. Immer den Käfer. So, was brauchen wir noch? Kerze, Birne. Hier ist eine Kerze. So, Birne. Glühbirne. Nein, normale Birne. Und ein Topf. Da ist ein Topf. Sieht aber eher aus wie ein Tiegel. So, Zahnradbirne. Eine Zahnradbirne. Hier sind Birnen. So, noch ein Zahnrad. Da ist ein Zahnrad. Der Rest muss ja hier drin sein. So, einmal der Käse, Mais. Der sieht aber auch schon wie ganz frisch aus, der Mais. Wie sieht denn das Salamanderöl aus? Ist doch die Flasche da hinten. Will mich jetzt hier veräppeln? Ah, natürlich, das ist mir sofort aufgefallen. Das war nur ein Test, ob ihr es merkt. Ist ja nur ein Salamander oben auf der Packung da.